Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Mir geht es heute leider nicht so gut. Nur so, falls ihr euch vielleicht mein Gesicht seht, da schaue ich nicht so gerade ich bin nicht gerade in meiner besten Lage. Gestern haben wir nicht gevloggt. Gestern war Donnerstag und es ging mir eigentlich relativ gut den ganzen Tag über. Ich war nur sehr müde, habe mich sehr viel ausgeruht. Okay. Der Papa, da ist hier im Hintergrund die Bude zusammen. Und dann am Abend ging es mir dann so schlecht. Ich weiß auch nicht, also vielleicht vom Essen oder so, keine Ahnung. Und es hat sich leider bis heute jetzt gezogen. Ja, es passt. Habe ich heute ein Baspedin genommen? Nein, oder? Heute habe ich noch keins genommen. Ja, ich muss noch eins nehmen und dann werden wir schnell was frühstücken. Das muss man nämlich auf nüchternen Magen nehmen. Und ja, ich habe aber jetzt vorher angefangen, eine vegane Sachertorte zu backen für den Patrick. Der hat nämlich heute Geburtstag. Der Patrick wird 16 Jahre alt, kann man das fassen? Wir haben so einen großen Jungen, wir können es selber nicht fassen. 16 Jahre. Und ja, also heute werden wir mit ihm dann noch schön essen gehen. Wir haben nämlich so ein veganes Burger-Restaurant oder wie immer das heißt. Da möchte er hin. Da waren wir schon mal. Und ist alles vegan. Und dann dein Geschenk übergeben. Sehr wahrscheinlich auch schon gespannt. Bist du gespannt, Laura? Wo ist ich denn? Der Papa hat gerade Blumen gießen. Wo ist ich, Papa? Du bist ganz dunkelmäßig, man kennt dich nicht. Ich bin gebrannt. Geblendet. Hey, schau, Patrick, wiege mal. Wiegel. Hier ist der Papa, tut Blumen gießen. Mit Lisi, die ein bisschen zerknautscht ist. Wo ist Lisi? Sie ist mein Accessoire, sie kommt runter. Ja, sie ist heute auf Papas Arm die ganze Zeit. Ja. Für Patricks Torte habe ich den Teig schon vorbereitet. Das ist eigentlich super einfach, eine Sachertorte. Also die Böden backen, dann mit Marmelade bestreichen und dann Kuvertüre drauf. Also das ist, glaube ich, easy cheesy. Und er hat sich die gewünscht und da kommt eigentlich fast dasselbe rein wie in einer normalen Sachertorte, außer dass man anstatt Eier Essig reingibt und halt anstatt Milch Pflanzenmilch. Ja. Und ich werde das jetzt hier reinfüllen. Also, so seht ihr das. Hier ist der drinnen, der kommt jetzt in den Ofen für 30 Minuten. So, wir sind jetzt beim Geburtstagsfrühstück von Patrick. Patrick hat Porridge. Und ich esse Milka mit Aufstrich. Das ist so lecker, diese Haselnusscreme. Viel, viel besser wie die von Nutella. Und die ist ohne Palmöl, weil die ist mit Sonnenblumenöl. Ich habe das wohl auch bei anderen gesehen auf Instagram. Und habe mich auch influenzen lassen. Die schmeckt wirklich yummy. Hier ist die Michelle mit langen Zöpfen. Was ist du? Dein Kakao von der Schule. Mama, ja? Auf dein Kakao? Zeig mal. Nein? Oh, wow! Papa, ich muss mir so schleppen. Maus. Baba, nein. Ein Gummibauchbeiß. Puh, das Glas. Da wird ein Gummibauchbeiß. Frühstück ist vorbei. Und ich habe mir gedacht, ich mache das fertig Torte gleich weiter. Frühstück ist vorbei. Ist ein bisschen heiß. Baba! Frühstück ist vorbei. Der Kuchen ist ein bisschen aufgekracht, aber das macht gar nichts. Was wird das, wenn es fertig ist? Hallo meine Lieben, jetzt habe ich mal die Kamera von der Mama und ich habe unten geputzt und dann hatte ich mega Lust zu putzen. Deswegen habe ich gewischt und der Mama geht es ja nicht gut. Deswegen werde ich auch im Wohnzimmer wischen und aber zuerst muss ich mal aufräumen. Und währenddessen ich aufräume, höre ich ein bisschen Musik. Musik.
gesehen habt, hilft die Michelle uns im Haushalt, wo sie ist. Sie wäscht gerade jetzt hier den Vorraumboden. Du bist so tüchtig, Michelle. Der Papa wird das finden. Ganze Haus putzen. Der Papa schneidet jetzt noch gerade das Video fertig. Es ist sehr laut, Papa. Ich muss gut hören. Aha. Und ich mache jetzt noch schnell die Torte von Patrick fertig. Das ist der Boden. Papa! Papa, du musst. So, der Papa muss mir helfen. Oh nein! Der Papa musste eigentlich die Torte schneiden, weil ich kann das nicht so gut. Ich kann es schon, aber ich habe Angst, dass ich es nicht gut mache. So schneidet alles. Über drei Stück. Ja, bitte, aber gerade, wenn es geht. Was ist das für ein Messer? Was brauchst du denn? Was ist das für ein Messer? Machst du das? Ja. Und fühlst du dich wie so eine Diva auf? Lisa, komm her. Das ist für ein Messer. Wie ein Diva. Ja, der Papa ist zickig. Ja, der Papa ist zickig. Sie haben sich bis jetzt voll genervt. Ja, ja, ja. Super, Michelle. Papa. So, das ist ein Straußenvogel. Ja, Papa, mir ist vielleicht schlecht, weißt du das? Ja, und jetzt willst du mir meinen Kopf zerbomben oder was? Nein. Ja, wir müssen doch dieses Dingsbums machen, oder? Welches ist dieses Dingsbums? Warte, lass mal nach. Welches Dingsbums? Welches Dingsbums? Ist schon gut. Habt Verständnis, bin Papa. Lass es halt drauf. Ich verpasse das, was bricht. What bricht? Bricht. Er bricht. Er bricht. Mama, ich bin perfekt ausgerüstet. Michelle, du bist die Beste, wirklich. Ja. Dankeschön. Michelle, you are the best. Ich bin fertig. Danke. Warte, ich muss noch mal machen. Oh, die Heidi auch. Komm, Baba, geh weg. Ich war böse, hast du gesehen? Ja. Ich hab's doch mit dem Messer gemacht. Okay. So, jetzt geht's da drum bei der Sachertorte. Ich habe es gleich auf so ein Gitter gegeben. Nämlich die Marmelade, die ich ein bisschen erwärmt habe, die Marillenmarmelade oder Aprikosen, wie man in Deutschland sagt, die da zu bestreichen. Und dann muss man die mit so. Was hast du im Mund? Ich hab Gummi. Jetzt hat sich ein Kaugummi genommen. Gibst du mir kurz an? Danach muss man sie nämlich mit Ganache so überschütten und das ist besser, wenn es auf einem Gitter ist. Ganache muss ich noch machen. So, eine Schicht Marmelade ist drauf. Dann kommt der nächste Teil. Und wieder Marmelade. Jetzt kommt der letzte Teil darüber. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich den Kuchen geflippt habe. Das heißt, das, was unten war, weil das am schönsten irgendwie war, habe ich so umgedreht. Und das ist eine gute Idee gewesen. So. Ich mache das jetzt so, dass ich das da vergebe. So. So, ich habe jetzt hier 150 ml vegane Sahne, da habe ich die jetzt genommen. Alpro Cuisine Soja. So, das müssen wir jetzt erhitzen. Dann muss die Schokolade hier rein. Und bei der Schokolade haben wir die genommen. Und Zartbitterschokolade ist immer vegan. Habe ich gehört. So, meine Lieben, ich bin fertig mit der Ganache. So schaut das aus. In die heiße Sahne kommt dann nämlich die Schokolade rein und die schmilzt dann. Und man muss sie dann so ungefähr 5 Minuten kühlen, weil wenn sie zu heiß ist, rinnt sie runter. Das wollen wir ja nicht, ne? Also, sie soll sich natürlich schön verteilen, aber gleichmäßig und gut. Und jetzt werde ich sie drüber schütten. Ganz vorsichtig, bin ich sehr gespannt, ob das gut klappt. Natürlich nicht wie eine echte, originale Sachertorte, aber wahrscheinlich. Ja, und ich mache immer in der Mitte und sie verteilt sich dann von der Mitte aus hoffentlich gleichmäßig.
So, jetzt schauen wir mal, die rinnt nicht. Why you don't rin? So. Und die werden wir danach essen, weil wir gehen jetzt nämlich schön essen, oder? Sollen wir die kleinen Kinder sollen sich anziehen? Ja. Schaust du mal wegen der Uhrzeit? Das wird sie noch. Nein, wegen dem Geschenk. Ich muss nicht anrufen. Ja, schau mal auf die Webseite. Ja, Moment. Müsst ihr die Torte auch so ziehen? Sieht so schön aus. Papa, what do you think? Hallo? Was sagst du? So sieht es schön aus. Hm? Bin ich kann eine Konditorei öffnen. Ja, genau. So, meine Lieben, wir sind jetzt ready to go. Schaut, Mädels, schaut mal her. Katzenbande. Oh. Wir gehen jetzt nämlich das Geburtstagskind beschenken. Komm, Hand. Wir haben kein Geschenk. Wir haben kein Geschenk. Oh ja, das ist ein Geschenk von uns allen. Der Patti freut sich schon. Er hat keine Ahnung, was das ist. Oder? So, first stop. Wir gehen zuerst Patricks Geschenk. Geschenk, Geschenk. Achso, der erste Stopp ist Geschenk? Ja. Boah, das stinkt, oder? Nach Kanal. Riecht so gut, ey. Ich könnte als Wachhund, also als Drogenhund arbeiten. Komm, Lara. Die Lara. Komm, Lara. Lara ist immer die Letzte. Ab hier wird als Caretaker. Komm her zu Mama. So. Patrick. Bleib stehen, bleib stehen. Lara! Dein Geschenk. Du bekommst von uns den L17. Geschenk. Willst du das nicht? Doch. Hä? Happy Birthday. Soll ich jetzt reingehen? Ja, Armin! Du musst da hingehen? Ja! Was ist? Der Patrick hat den Führerschein. Oh! Dann gehen wir erst mal rein. Ja, wir gehen eh schon rein, komm. Ich hab das ja eh gesagt, die so. Weil ich jetzt 16, ich kann jetzt einen Führerschein machen. Nein, ich bin nicht. Komm, rein mit euch, Maske aufsetzen. So, meine Lieben, Überraschung ist geglückt. Patrick freut sich sehr über seine. Oder er freut sich sehr, aber weiß ich nicht, auf was sich freut. Aber er freut sich auf jeden Fall schon über dein L17. Ich hab dich nicht verstanden. Und ab 1. Juli geht schon der Kurs los. Wir haben mit Absicht die Fahrschule in Wien ausgewählt, wo auch wir die Fahrschule gemacht haben, ich und der Papa. Weil wir uns gedacht haben, wenn er in Wien Autofahren lernt, dann ist er gewappnet. Weil wer in Wien Autofahren kann, kann auch am Land fahren. Wisst ihr, was ich meine? Also in Wien ist es ja, hektischer und so. Ja, auf jeden Fall. Ich hole dann die Lara raus. Und jetzt gehen wir hier bei mir. Essen Swing Kitchen. So, unser leckeres veganes Burger essen. Das ist dein Schatzi, schau mal. Chicken Nuggets. Du magst Ketchup? Das ist mein, warte, ich zeig euch mal meinen. Warte, Lisa. Das ist ein Burger, Michel. Wo ist mir? Okay, dann nimm du und Patrick das. Und das, zeig mal deinen Burger, Patrick. Patrick hat so eine Art Schmitzel. Langsam, langsam. Und Papa, lecker. Sehr gut. Patrick, lecker. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir schon wieder zu Hause, weil ich liege in meinem Bett. Aktuell, ich ruhe mich ein bisschen aus. Mir war noch ein bisschen schlecht. Mir war heute so den ganzen Tag schlecht, aber danach, nach dem Burger, war mir ein bisschen mehr schlecht. Also ich habe... Also Fleisch vertrage ich gut, aber ich merke so, wenn Sachen so extrem überwürzt sind oder so gekochte Sachen, vertrage ich aktuell leider überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich jetzt mal kurz ins Bett gelegt. Wir machen jetzt kurz eine Fressalienpause und danach werden wir die Torte anschneiden. Da hatte ich so, also ich habe ihn gefragt, ob er gleich Torte essen mag. Ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Hunger, aber der hat sie richtig gut angegessen, dem hat es ja sehr gut geschmeckt. Das ist ein veganer Burgerladen, den kann ich euch wirklich empfehlen. Swing Kitchen heißt es. Es gibt da mehrere Filialen in Wien und auch in Graz Mama, sogar. Ja? Die Lisa hat die Beef Autobahn und ich habe die Beef wieder gerade. Ich bin hier mit den zwei kleinen Mäusen und dem Beef. Hier ist die Luisa. Und hier ist die Lara. Und sie knuddeln gerade beide den Beef. Die Lisa. Ja. Den Beef aufwachen. Aufwecken? Na, ihr könnt den Beef knuddeln, der mag das. Der schnurrt sich hier weg. Der kennt sich ja ein bisschen düdeck. Halt mal zu. Halt mal zu. Psch.
Ja, hört ihr das? Der genießt das. Der liebt Streichel. Der Pief liebt Streichel. Ja. In dein der Pief liebt euch. Schnurrt. Schnurrt da immer. Oh. Der Pief mag auch Massagen bei einer Pfote. Oh, ich will auch machen. So. Das ist ein Luxus, ha? Huh? Schau mal, wie schön das ist. Na ja, ein Piefi-Miefi. Ich mal da, der Pief. Oh. Hast du dich gekratzt? Nein, der hat einfach einen Piefstachel berührt. Der hat einen Stachel, der Pief? Ja, so welche Nägel. Stachelige. Stachelige Nägel? Oh mein Gott. Scharfe Nägel, meinst du? Scharfe Nägel. Ja, es liegt. Und ich greife die mal an, die sind so hart. Alles Gute zum Geburtstag. Gib der Badega vor. Ist dein Geburtstag. Wow. Wieso so viel? Lisa will auch. Baba, Lisa will auch. Hallo. Ist doch warm. Was ist das noch? Der Papa hat nichts gecheckt, während wir alle lachen. Ja, der Papa ist da nichts gecheckt. Zeig, kann ich die waschen? So, warte, schneid. Wir brauchen das, bitte. Ich muss rausholen. Okay. Schick dir Boden. Papa, ich kann elegant so drauf machen. Bitte, bitte. Wir brauchen das nicht nochmal. Ich hab du, ich hab du. Klara, setz dich auf den Platz hin. Ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Liebe Patrick, Entschuldigung, liebe Patrick. Was hast du gesagt? Liebe Lara, hast du gesagt. Sahne, Sahne, Sahne. Sahne, Sahne. Das war Molik. Brauchst du eine Lupe? Papa, ich will dein Kaka. Ja. So, meine Lieben, wir werden jetzt noch die Torte essen. Aha. Und werden jetzt vom Vlog verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hoffentlich geht es mir noch ein bisschen besser. Die Lara will mir was sagen. Also, tschüss.